Hallo und herzlich willkommen. Endlich ist es soweit. Der 13. September ist fast eigentlich schon vorbei. Und endlich hat es geklappt. Es war der Wahnsinn gewesen. Ich glaube, um kurz nach 8 habe ich angefangen, auf der Xbox zu saugen. Dramatisch, bis es da ging. Und auf dem PC war es der ultimative Scheiß gewesen. Ich hoffe, jetzt seht ihr nicht gerade die Dings, die Maus. So, und ja, dann gehen wir jetzt endlich los. Ewigkeiten hat es auf dem PC noch gedauert. Man kam jedes Mal, wenn wir die Demo runterladen wollten, auf die Vorbestellerseite. Irgendwann hat es denn mal geklappt. Und jetzt begrüßen wir die Frostbite Engine. Meine Güte. Ein Kumpel konnte es schon zocken. Der sagte, sah geil aus. Was jetzt auch neu ist, man kann unter den Grafikeinstellungen jetzt auch Ultra einstellen. Mann, was auch immer das bedeutet. Also ich habe jetzt alles eingeschaltet, was geht. Ich habe auf Ultra geschaltet, auf, ich glaube, vierfach Sampling, das war ja schon immer so. Und ja, 60 FPS habe ich standardmäßig eingeschaltet. Wir machen ganz normal an. Ja, was soll zum Beispiel mal neu sein? Also Grafik soll schon ein bisschen besser sein. Ich habe auch schon ein bisschen Gameplay gesehen, wie Pep Guardiola dort an der Seite so gezeigt hat. Das sah schon super geil aus. Und hier gucken wir nochmal. Gameplay-Features, neue Angriffstechniken, neue Angriffsoptionen, wie präzise Steilpässe und wuchtige Schüsse ermöglichen noch größere Vielfalt bei der Chancenerarbeitung und beim Torabschluss. Ich sag mal so, sie haben bei FIFA 16 ja auch viel versprochen. Da ist nicht alles wirklich gekommen, was sie dort versprochen haben. Aber wir gucken mal. Im Endeffekt, seien wir doch ganz ehrlich, egal ob es ein Flop wird oder nicht, wir kaufen das Scheißspiel. Wir kaufen es ja trotzdem, weil wir süchtig sind nach Fußball. So sind wir Europäer halt einfach, ja. So, überarbeitete Standards, verleihe deinen Standardsituationen deinen ganz eigenen Stil und erlebe kreativ bei jedem ruhenden Ball. Von Freischüssen und Elfmetern über Ecken bis zu den Einwürfen. Also, ich hatte schon im Vorfeld gelesen, dass es bei den Ecken jetzt neu sein soll. Da hat man jetzt so einen gelben Ring, da kann man so ein bisschen sagen, wo der Ball hingehen soll. Und mit X kann man wohl auch noch die Stärke beeinflussen. Ja, das soll ein bisschen neu sein. Was aber richtig tricky sein soll, das sind die Elfmeter. Da soll man sich erstmal wirklich dran gewöhnen sollen. Aber es soll schon irgendwie Bock machen oder so. Ich sag mir immer nur, wenn es dann richtig funktioniert, so dass wenn ich ihn eine ganze Zeit dann auch so ein bisschen in die linke Ecke oder in die rechte Ecke oder unten irgendwie schossen will und er macht das dann auch, dann ist okay. Ja? Oder ich dann irgendwie noch eine Möglichkeit habe als Keeper zu jagen, so, ah, wo könnte er hinschießen, wo könnte er hinschießen? Ja? Manchmal hat man ja bei FIFA 14, 15 oder so, damals hat man auch geguckt, wo guckt der Kopf hin? Ja, da guckt der Kopf hin. Dann kommt der Ball auch dahin, aber jetzt, ja, keine Ahnung. Was gibt es sonst noch Neues? FIFA, ja, das Journey hier mit Manchester United und Alex Hunt, ne? Gameplay-Features, verbesserter Körpereinsatz. Na, das kommt doch irgendwie jedes Jahr, oder? Jedes Jahr kommen sie mit diesem Körpereinsatz. Die physische Interaktion der Spieler wurde in sämtlichen Spielfeldbereichen überarbeitet. Du hast im Kampf um Ball und Räume nun die komplette Kontrolle. Schöne Worte. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Das sagen sie eigentlich schon bei jedem neuen FIFA, sagen sie es. Und es ist wirklich nicht so wirklich gekommen. Also, adaptive Spielerintelligenz. Ja, ein brandneues System. Da hat es doch tatsächlich mich aus der Demo, aus der Aufnahme ausgerissen, weil dann einfach Cortana angesprungen ist. Oh, ich darf das nicht sagen, sonst sucht sie wieder danach. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das war schon recht lustig eben gerade gewesen. Ja, wieso geht's jetzt an? Was ist los? Und so. Aber gut, okay. Ein brandneues System ermöglicht pausenlose Spielfeldanalyse. Verstärkt die Aktivitäten abseits des Balls und verändert die Art und Weise, wie Spieler sich bewegen, analysieren und reagieren. Also das, was ich bis jetzt schon so ein bisschen in Videoplays, Gameplay-Szenen gesehen habe, sah schon recht cool aus. Die sind auch schon ein bisschen intelligenter gegangen. Ist natürlich auch immer die Frage, ich bin nicht immer im Angriff, wie sind meine eigenen KI-Leute dann in der Abwehr? Das ist ja auch immer wichtig, ja. Nicht nur im Angriff, sondern auch in der Abwehr. Sonst ist man ja auch nur noch am Flug. Also, ne? So, FIFA 17 Ultimate Team. Die ewig Wollmilchsaune. Ach, ich weiß nicht, wie der Spruch genauer geht, aber das ist wirklich, da saugen sie den Jungs dann wirklich die Kröten aus den Taschen. Aber okay, Squad Building Challenge.
Zeige dein Können in Sachen Vereinsmanagement und Teamaufbau mit neuer brandneue, mit einer brandneuen FIFA Ultimate Team Variante. Stelle eine Mannschaft zusammen, erfülle einzigartige Herausforderungsbedingungen und tausche dein vollständiges Team dann gegen tolle Ingame-Belohnungen ein, okay? Verbessere dein Team mit Squad-Building-Challenge oder spiele mit FIFA 17 Begleiter-App überall. Ähnlich für Android, iOS und Windows Phone. Mal gucken. For Champions, sichere dir in einem brandneuen FIFA Ultimate Team Wettkampfmodus deinen verdienten Ruhm. Nimm während der Woche an Turnieren mit unterschiedlichen Teamaufbaubedingungen teil und hole die Preise und Teilnehmer an Weekend League. Die Weekend League ist deine Chance, einige der allerbesten FIFA Ultimate Teampreise zu erhalten. Okay, sowas in der Art gab es ja eigentlich auch schon immer. Wenn es denn zu bestimmten Anlässen hier wie Irish Pub Day, dann musstest du die ganze irische Leute holen. Oder ich glaube, am 4. Juli, wenn hier die Amis hier ihren Staatsfeiertag da machen oder so, dann gäbe es da auch, glaube ich, so ein Ding. Also sowas in der Art gab es schon, aber ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, so, gucken wir mal weiter. The Journey. Jetzt geht's halt los. Und ich sage gleich, willst du gleich die Schiffchen kaufen? Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Ich werde es mir für günstig Geld irgendwie holen. Ja. The Journey. Powered by Frostbite. Powered by Frostbite. Was für ein Blödsinn eigentlich, ja? Hallo, das ist nur eine Grafik-Engine. Also, wie kann eine Grafik-Engine irgendwas powern? Also, dank der Power der Frostbite Engine präsentiert FIFA 17 authentische Fußballaktion, versetzt die Spieler in neuartige Welten und bietet den Fans vielschichtige und emotionsgeladene Charaktere. Und das ging mit der vorigen Grafik-Engine nicht. Das wollen sie uns jetzt echt verkaufen? Also ich bitte euch, ja, das ist doch wohl, gut, okay. Das Leben in der, erlebe erstmalig in der Geschichte von FIFA deiner ganz eigenen Story auf. Und neben den Rasen als Premier League Nachwuchsstar Alex Hunter. Spiele für einen beliebigen Premier League Verein, tritt für authentische Trainer an und laufe neben einigen der besten Spieler der Welt auf. Genieße brandneue Spielewelten in FIFA 17, bahne dir deinen Weg durch die emotionalen Höhepunkte und Tiefpunkte von The Journey. Ich sage ganz ehrlich, irgendwie finde ich das schon ziemlich geil, weil sie haben nicht einfach nur wieder poplige Dinge, wieder ein bisschen beim Manager-Modus mit reingemacht, weil sie haben sich mal wirklich mal was für den, ich sage jetzt mal, Singleplayer-Bereich auch mal wirklich was Neues ausgedacht. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil und ich hoffe, dass The Journey auch richtig geil wird. Für mich als Deutscher ist es natürlich schade, dass sie jedes Mal und jedes Jahr aufs Neue wieder die Premier League pushen wie nichts Gutes. Ja? Das finde ich so schade. Das wäre doch geil gewesen, wenn sie wenigstens gesagt hätte, ey, du kannst dir in The Journey aussuchen, entweder die Premier League, die Bundesliga oder die League One, die spanische und noch die italienische. Und gut wäre, das wären die beliebtesten Ligen, die hätte man noch nehmen können und dann wäre es doch eigentlich gut gewesen. Aber gut, wir gehen erstmal weiter. Und so sieht es halt aus. Erstmal das minimale Menü. Sah es ja damals in FIFA 16 auch schon so aus. Da konnte man ja auch nicht so viel machen. Man kann wohl schon in The Journey, man kann auch Anschluss. Da seht ihr es, wieder die normalen Mannschaften. Und es ist auch wieder so ein Ding. Es sind immer zwei Mannschaften aus der Premier League bei. Und wenn ich gerade sehe, ist dort sogar eine dritte Manchester City. Da sind sogar drei jetzt schon. Drei Mannschaften aus der Premier League. Wie kacke ist das denn? Okay, dann haben wir Real statt Barcelona. Das ist mal ganz neu, also dass Barcelona nicht mit dabei ist. Ja, Paris Saint-Germain, Bayern München ist eigentlich auch immer mit dabei. Lyon und Juventus und Juventus. Ich glaube, Inter Mailand, das sind so meistens immer. Und dann halt noch ein paar andere Vereine, das ist meistens halt immer. Und dann kann man auch The Journey schon anzocken, darauf kommen wir auch noch ein bisschen so. Die neuesten Features haben wir ja gerade gezeigt. Gucken wir mal, Spieleeinstellungen, kann man hier auch noch irgendwas. Ja, da gehen wir mal gleich mal auf. Wir machen mal auf normal, ja. Ball kann man hier noch nicht ändern. Sonst sieht eigentlich alles ganz normal aus. Ich lasse mal alles Standard. Ich werde das nachher bestimmt wieder auf Koop ändern, weil ich dann einfach mehr sehe.
Ich möchte gerne den 3D-Netzspannung. Ja, das kann eigentlich alles erstmal so normal bleiben. Ach, da kann ich gar nichts machen, siehst du? Sonst kommt man hier nämlich eigentlich auch noch ein bisschen was verändern. Handspiel, ja, ein. Ja, machen wir mal ein. Das ist, oh, es gibt auch wieder nur die englischen Kommentatoren. Muss ich mal gucken, ob ich die nachher dann wieder raus in die Grundsteuerung. Ja, pff, das ist eigentlich, wie gesagt, alles. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Ich wollte euch ganz kurz mal gepusht haben. Und dann werde ich ein Spiel, wie gesagt, als Anschluss bringen. Und dann noch eins als The Journey. Seid gespannt drauf, liebe Zockerfreunde. Es geht los mit FIFA 17. Also, bis gleich.